So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, 10 Jahre World of Tanks feiern wir und ich habe von der Gamescom noch Bonuscodes übrig und ich werde vor euren Augen das Ding frei machen und dann der Erste, der sich das Ding, also diesen Code eingibt, der hat den dann auch, ne? Also ihr geht auf panzer.de oder wot.eu. Erstellt euch einen Account und dann wird gefragt, haben Sie einen Bonuscode? Und ihr seht's ja, das Ding ist noch versiegelt. Ja, ich mach's jetzt vor euren Augen auf. Ja, denkt dran, ich bin auf Twitch sehr aktiv. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere, Moment mal, mich auf Twitch verfolgt. Und zwar Akku Power Twitch heiße ich dort. Akku Power Twitch. Wäre cool, wenn ihr einen Sub bei mir da lassen würdet. Zum Beispiel den Twitch Prime Sub. Hier, ich zeig's euch nochmal. Mit den Fingernägeln ging das nicht. Ja. Wir haben circa 16 Uhr, 15. April 2020. Ja, ich mache dieses Video jetzt spontan. Ja, ich werde jetzt gleich auch mal über Wargaming sprechen und welche Panzer ich mir zurück in das Spiel wünsche. Und ein paar Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, wäre super, wenn ihr die Links in der Videobeschreibung mal euch reinzieht. Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal, AkkuPower Twitch. Wo ist das jetzt, freigerubbelt oder nicht? Müsste jetzt, ne? Moment, nochmal richtig freirubbeln hier. So, das ist der Bonuscode und da oben steht, was ihr bekommt. Nämlich eine T15, 7 Tage Premium und so weiter und so fort. Guckt es euch an. Das ist der Code. Ja, den habe ich euch jetzt hier mitgegeben. Ich hoffe, der ist jetzt lesbar. Ja. Okay. Alles klar. Ich werde es dann nochmal vielleicht unter mein Video irgendwie als Kommentar irgendwie schreiben, mal gucken. Jedenfalls, ja, ich wünsche mir 10 Jahre World of Tanks. Ich wünsche mir als allererstes, bitte die drei Artis aus dem Spiel rausnehmen. Wargaming, bitte, bitte, bitte. Das ist ein Unding. Drei Artis auf einer offenen Map mit 4, 5 EBRs bitte sein lassen. Den Waffenträger auf E100 mit den 6 Schuss bitte wieder ins Spiel implementieren. Ja, dieser Panzer würde das Spiel nochmal spannend machen. Ja, diese Gefahr, die von diesem Waffenträger ausgeht, ist ja das, was das Spiel so schön macht. Herzklopfen, Gefahr, Angst und dann eventuell besiegt man den dann doch und so weiter und so fort. Waffenträger auf E100 wieder in den deutschen Forschungsbaum mit rein. Mit den 6 Schuss bitte. Ja? Dann bitte FV215B, den Heavy Panzer, ganz normal wieder in den Forschungsbaum. Dann bitte T110E5 buffen. Leopard 1 braucht nochmal einen Buff, der ist immer noch nicht genug gebufft worden. Die Kanone schneller Reload machen, also einen schnelleren Reload für die Kanone. Und eventuell mal minimal den Turm ein bisschen buffen oder was. Dann würde ich mir wünschen, dass es eventuell mehr, sage ich mal, diese Bonusdinger gibt hier. Diese 3x XP für die Crew, 3x XP für allgemein Free XP und so weiter. Diese Bonusdinger da halt, ne? Die letzten Wochen habt ihr sehr wenig von dem Zeug rausgehauen, ne? Ja, dann wünschte ich mir eine Sache noch. Ich habe das heute im Stream nochmal gehabt. Da war so ein FV hinter mir, anscheinend irgendjemand, der mich kannte. Ich saß im Busch drin. Ja, ich sitze im Busch drin und guck gerade, wo ich schießen kann. Der kommt mit seinem FV 4005 und schiebt mich oder beziehungsweise versucht, mich aus dem Busch zu schieben. Und da ich die Schnauze voll habe und das mir da die letzten Monate so oft passiert ist, habe ich den natürlich auch versucht da rauszuschieben, weil was soll das, wenn ich da jetzt drin sitze, was kommt der und schiebt mich da aus dem Busch raus? Könnt ihr das vielleicht mal organisieren oder programmieren, dass wenn jemand eine andere Person versucht, aus irgendwas rauszuschieben, runterschmeißen, aus dem Busch rauszuschieben, dass man dann in dem Moment einen Knopf drücken kann, Achtung,
In dem Moment, wo jemand einen illegal von hinten irgendwo rausschieben will, ja, illegal natürlich, drückt man auf einen Knopf und sollte er weiterhin drücken und versuchen einen zu pushen, dass dann nach wenigen Sekunden derjenige, der von hinten schiebt, seine eigenen HP verliert. Irgendwie sowas. Das heißt, das passiert so oft, du stehst irgendwo, irgendeiner kommt und meint, ey, du gehörst jetzt gerade nicht dahin und versucht dich aus dem Busch zu schieben, entweder ins gegnerische Kreuzfeuer oder whatever, ne? Dass man in dem Moment, wo man permanent rausgeschoben wird, entweder ins Kreuzfeuer oder aus dem Busch raus oder irgendwie, dass jemand versucht, dich von der Klippe runterzuschmeißen, dass man dann einen Knopf drücken kann, der dann sozusagen misst, wie lange dieser Typ dich da am Schieben ist und, was weiß ich, nach 3-4 Sekunden bekommt derjenige, der dich von hinten schiebt, Schaden. So dass er dann gezwungen ist, irgendwann damit aufzuhören. Irgendwie sowas. Lasst euch da was einfallen. Das ist jetzt nur ein Gedankengang. Ja? So. Das heißt, in dem Moment, wo ich von hinten geschoben werde, kann ich dann irgendeinen x-beliebigen Knopf drücken, so illegal pushing oder irgendwas, irgendeinen Knopf. Und den halte ich dann so lange, wie der mich von hinten schiebt, so dass er dann irgendwann nach, keine Ahnung, 2-3 Sekunden anfängt, Schaden zu bekommen. Was weiß ich, pro Sekunde, wo er mich schiebt, bekommt er 100 Schaden oder so. So dass er gezwungen ist, diese illegale Schiebung sein zu lassen. Ja, der muss irgendein Physiksystem da rein, weil das nimmt teilweise Überhand, ne? Du stehst mit dem Scout im Busch, irgendjemand will dich schubsen. Du stehst mit dem TVP im Busch, der FV kommt und will dich schubsen. Oder will dich aus dem Busch raushaben oder irgend so ein Gedöns. Das wäre mal nett, weil das kann nicht sein. So, es muss ja irgendwas geben, was man da dagegen machen kann. Und bitte, die drei Artis raus, bitte, dringend, die drei Artis auf offenen Maps raus. Zwei Artis maximal, am besten nur eine Arti, bitte, Wargaming, bitte. Nach 10 Jahren, nach Jahren, wo wir, das gab ja damals schon 7-8 Artis pro Game, teilweise 6 Artis, habt ihr ja abgeschafft, weil das war ein Unding, da konntest du ja sowieso gar nicht mehr spielen. Aber die drei Artis, die machen auch das Spiel kaputt. Weil gerade, wenn du dich gerade vom ersten erholt hast, haut der zweite rein und wenn du dich von dem erholt hast, haut der dritte rein. Du hast keine Chance mit den Heavies, das muss doch bitte, nach 10 Jahren muss das doch bitte aus dem Spiel raus. Das muss doch irgendwann klar sein. Ansonsten, vielen Dank an Wargaming. Ich will ja auch mal ein paar nette Worte raushauen. Habe ich ja letztens schon gemacht. Vielen Dank an Wargaming. Vielen Dank an die ganzen Mitarbeiter, dass ihr während dieser ganzen Sache, wo wir drin bleiben mussten, weil kein Ausgang großartig möglich war, dass ihr die Server aufrechterhalten habt, dass ihr uns Bonustage geschenkt habt. World of Tanks ist ein Hammerspiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich spiele seit 2012 wirklich nichts anderes. Ich spiele seit 2012 nur World of Tanks. Ich habe alle anderen Spiele beiseite geschoben. Und ja, ich rege mich im Stream auf, in den Videos und sagt, ja, da ist ein Bot und bla und ich rege mich auf. Das ist aber alles nur ein bisschen, sagen wir mal, Show oder beziehungsweise, ne, man reagiert sich ja auch so ab. Also das ist alles nicht so bierernst gemeint, ne. So, man sagt auch mal, der ist voll der Bot und der kann nichts, voll der Noob und so. Das ist alles ein bisschen Show, nimmt das alles mal ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja, ansonsten wünsche ich der ganzen World of Tanks Community, uns allen, dass es auf jeden Fall die Gamescom geben wird. Ich hoffe, genauso wie die FIBO, Gamescom, FIBO, ich will, dass diese Messen stattfinden. Ja, es kann nicht sein, dass unser komplettes Leben auf Eis gelegt wird. Ja, also ich wünsche mir, dass die Gamescom, ich glaube, das ist ja Ende August, Mitte August, Ende August, dass wir spätestens dann uns auf der Gamescom sehen. Und ihr seht's ja, die Bonuscodes, ich habe die letzten Wochen und Monate genug Bonuscodes verteilt. Ich liebe dieses Spiel. Grüße gehen raus an die World of Tanks Community. Und eine wichtige Sache. Ich bräuchte jetzt endlich mal 10, 20, 30 neue Mitspieler, damit mein Clan... Wir sind die letzten Tage jeden Tag 1-2 neue Leute dazugekommen. Leute, wenn ihr in meinen Clan kommt, Clan German Predators, dann kommt rein und bleibt auch ein paar Wochen, weil es kommen jeden Tag 1-2 neue Leute dazu, aber genauso viel gehen immer 1-2 wieder raus, weil sie keine Geduld haben. So ein Clan baut sich nicht innerhalb von einer Woche auf, auch nicht innerhalb von 2 Wochen. Kommt in meinen Clan, bleibt da mehrere Monate und ihr werdet sehen, wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate voll werden. Mein Twitch-Kanal geht ja auch Richtung 6.500, demnächst vielleicht auf die 7.000 Follower. Das geht relativ fix. Das sind so am Tag zwischen, sagen wir mal, 20 und 50 neue Follower, je nachdem was für ein Tag. Aber so 15 bis 20 haben wir im Schnitt schon. Ja, ich wünschte mir, dass ihr mal ein bisschen den Kanal auch supportet, weil ich sehr, sehr viel streame. Und ja, nochmal erwähnt, Waffenträger auf E100, bitte rein in das Spiel, ganz normal.
die drei Artis abschaffen, maximal zwei Artis, aber die Artis wieder buffen. So wie früher, GWE 100 T92er konnten, wenn sie denn mal mit der AP-Munition durchgekommen sind, einen 10er Panzer one-shotten. Kam nicht so oft vor, aber das wieder einführen, da haben die Arty-Spieler wieder mehr Spaß, weil sie auch mal so geile Spiele haben, wo sie mal ein oder zwei Panzer one-shotten können. Ja, aber dafür die Anzahl der Artys bitte reduzieren, damit man als Heavy-Fahrer oder als TD-Fahrer auch mal wieder Bock hat, auf offenen Maps irgendwie mal was zu veranstalten. Alles klar, in diesem Sinne, vielen Dank für die 10 Jahre World of Tanks. Wargaming, ihr macht einen super Job. Wenn ihr jetzt demnächst auch ein bisschen mehr auf die Community hören würdet, ein bisschen so den Waffenträger wieder einführen würdet, den E100 ein bisschen schneller buffen würdet, da jetzt nicht ewig drüber reden, sondern auch mal den Buff jetzt mal machen. Leopard 1 bitte auch mal ein bisschen buffen, der ist nicht genug gebufft worden. Die EBRs da, 5 EBRs pro Runde, auch vielleicht mal drüber nachdenken, ob das mal sein muss. Nicht den EBR nerven, lasst den so wie der ist, aber reduziert die Anzahl der Scouts pro Runde. Das wäre mal nett. Ja, ansonsten, vielen Dank. Noch mehr Bonuscodes gibt es die Tage im Stream. Wir sehen uns, vielen Dank fürs Zugucken. Akku, Power, Twitch, Links in der Videobeschreibung. Bis dann, wir sehen uns.